Wir sind jetzt hier kurz vor einem Händler, den wir auch beliefern mit Modulen. Der hat uns hier unterstützt in Sachen Felgen. Wir haben natürlich auch selber vorher im Internet viel geguckt und haben hier werkseitig 20 Zoll in Schwarz-Matt drauf. Jetzt ist das ganze Fahrzeug in Glanzschwarz. Wir haben hier, wie gesagt, kein Chrom, gar nichts. Das möchte ich jetzt gern noch ein bisschen einheitlich machen. Das heißt, ich habe mir ein paar 21 Zöller bestellt in Hochglanz. Da werden wir gleich mal schauen, wie das auf dem Fahrzeug kommt. Wir möchten ihn gerne noch ein bisschen tiefer legen. Und ich versuche dann zwischendrin immer so ein bisschen kleine Quickies aufzunehmen, dass ich euch ein bisschen was vermitteln kann, wie und was wir gemacht haben. Warum holen wir uns andere Felgen? Das ist immer die große Frage. Die werkseitigen Felgen sind auf jeden Fall immer die stabilsten und eigentlich auch die entspannteste Variante, die man bestellen kann. Wenn auch hier bei dem Porsche für teuer Geld, also die kosten richtig im Vergleich zu Zubehörfelgen. Jetzt haben wir natürlich in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht, dass Zubehörfelgen oft toll aussehen, qualitativ eigentlich Schrott sind. Also das erste große Schlagloch, die Felge hat einen Schlag oder ein Höhenspiel. Die Erklärung von den Lieferanten oder Herstellern dieser Zubehörfelgen ist meist dann immer, ja, da ist man wohl einen Randstein hochgefahren, blabliblub. Also wie auch immer, jeder versucht sich natürlich immer ein bisschen rauszureden, dass der nicht ständig neue Felgen liefern muss. Wir haben uns jetzt breitschlagen lassen für Zubehörfelgen, weil die Werksfelgen jetzt nicht ganz so Porno sind, wie ich das gerne hörte auf meinem Panamera. Und deswegen haben wir uns Felgen rausgesucht, die eine extra hohe Traglast haben, in der Hoffnung, dass die nicht beim ersten Schlagloch eine Unwucht bekommen. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja? Also wir starten hier jetzt ein weiteres Projekt an den Umbaumaßnahmen. Und auch diese Zubehörfelgen sind jetzt leider dann doch sehr teuer geworden. Und da kommen von Pirelli sondergefertigte Prestige-Produced Tires drauf. Also 315er hinten und vorne, ich weiß noch nicht genau. Die haben auch zusätzlich nochmal in der Lauffläche von innen zu extra Geräuschdämmung, so wie Schaumstoffmatten. Also ich habe es jetzt noch nicht live gesehen. Ihr seht auf dem Foto, dass hier im Vergleich zu normalen Reifen eine Veränderung ist, diese Einlagen. Ich gucke da nochmal genau drauf, aber ich glaube fast, die Reifen sind schon installiert, wenn ich jetzt komme. Also zumindest auf die Felge gezogen und gewuchtet, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Schauen wir mal. Ich fahre jetzt weiter, habe jetzt hier kurz vorm Dörfli mal angehalten, um euch das Ganze kurz zu vermitteln. Und der nächste Quickie folgt sogleich. So, die erste Felge sitzt. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was die hier für eine Präzision haben, wie dicht die Speiche am Sattel vorbei marschiert. Aber das Geilste ist eigentlich, wie fett das jetzt aussieht mit dem Bremssattel. Der kommt komplett durch. Mega. Hier haben wir jetzt die Stößelstange rausgemacht. Das ist hier der Geber, der quasi elektronisch die Höhe von dem Fahrzeug wiedergibt. Das wird dann hier oben und hier unten eingehängt. Je nachdem, wie wir die Stange verkürzen, haben wir dann optisch den Effekt von höher oder tiefer. So, jetzt kommen wir zum Final Cut. Jetzt tun wir noch die Stößelstangen fixieren. Reifen sind drauf, Felgen sind drauf. Mega. Sehr heftig. Wir kümmern uns um die Klappensteuerung. Die Auspuffanlage wollen wir nicht verändern. Wir haben uns im Netz ein bisschen umgeschaut. Hier soll es eine Möglichkeit geben. Das haben wir jetzt mal ausgepackt, haben die Bodengruppe am Heck abmontiert. Da kommt allerlei zum Vorschauen.
Wir haben jetzt hier ein Modul an die Klappensteuerung zwischengesteckt. Ja, das sieht man hier ganz gut. Da ist diese kleine Klappensteuerung, der Stellmotor, der dann quasi, wenn wir in den Auspuff reinschauen, da sieht man es, die Klappe auf dauerhaft stellt, dauerhaft offen. Das lässt sich mit einer Fernbedienung noch verstellen. Das funktioniert hier gerade nicht bei unserem Test. Ja, wahrscheinlich ist der Hersteller auch hier mit der Aktualisierung noch nicht nachgekommen. Wir hören uns das gleich an, wie der Sound ist. Werkseitig, trotz Umstellmöglichkeit auf Sport und regulär, ist der Sound ja eigentlich wie ein 1,5er Renault-Motor. Wir hören eigentlich nur leichtes Pfft hinten, das macht überhaupt keine Freude. Also da ist AMG um Welten voraus. Parallel haben wir die H-Pipe ausgehebelt. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Unterdruckdose mit mechanischem Stellmotor für die Abgasverteilung. Die haben wir jetzt auch mit einem Draht einfach mal fixiert auf dauerhaft offen. Also uns geht es hier wirklich nur mal um den Sound. Schluckt wieder minimale Leistung. Ich weiß nicht, ob wir das so großartig spüren, aber ganz ehrlich, in dem Falle möchte ich lieber ein bisschen mehr Sound haben, als einfach nur jede 3 oder 5 PS mehr. So, wir schrauben jetzt wieder alles zusammen. Dann machen wir gleich noch den Hörtest und schauen uns das Ergebnis an. So, liebe Tuning-Freunde, da sind wir wieder zu unserem Black is Beauty Special im Chiptronic-Style. Wir haben eine sehr anstrengende, aber auch sehr erfolgreiche Woche hinter uns. Wir haben die äußerlichen Umbaumaßnahmen alle abschließen können. Wir haben eine Steinschlagschutzfolie installieren lassen bzw. die Front bekleben lassen, weil wir festgestellt haben, dass auch bei den 7000 Kilometern, die das Fahrzeug hat, vereinzelt schon Steinschläge vorhanden sind. Jetzt sind wir natürlich hier mit einem Fahrzeug im oberen Preissegment. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug mal wieder verkaufen wollen, sollte es nach Möglichkeit nachlackierungsfrei sein. Da ist diese Steinschlagschutzfolie wirklich eine tolle Sache. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal Fahrzeuge folieren lassen mit Optikfolie. Die hat zwar auch minimal den Steinschlag ein bisschen abgehalten, aber die groben Steine sind dann auch durch diese hauchdünne Folie. Jetzt haben wir eine extrem dicke Folie, hochglanztransparent, über die komplette Front ziehen lassen, Stoßstange, Haube, Kotflügel, auch über die Plastik-Scheinwerferscheiben haben wir eine Schutzfolie ziehen lassen. Das heißt, wir sind hier jetzt einfach auf der sicheren Seite, wenn wir mit 300 über die Autobahn knallen. Also die Serienfahrt haben wir schon mal gemacht. 298 laut Tacho haben wir geschafft. Cool. Ging nach oben raus ein bisschen schleppend. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Mal gucken, nur mit Spiegel anklappen wird sich da nichts tun. Aber das kommt dann im nächsten Set. Wir sind jetzt in der zweiten Szene. Das heißt, wir haben unseren kleinen Schwarzen haben wir noch mal ein bisschen in die Schönheitsklinik geschickt. Wir haben ihn tiefer gelegt, vorne 3 cm, hinten 25 mm. Er ist jetzt wirklich press. Also vorne geht kein Millimeter mehr. Wir haben hinten ein bisschen Luft gelassen, je nachdem, wie wir ihn mal beladen, dass wir auch noch ein bisschen Federweg haben. In der tiefsten Stelle merken wir schon, dass wenn die Straße uneben ist, er dotzt schon ein bisschen. Also schon wieder nicht mehr so ganz komfortabel, aber wir können ihn auf die Mittelstellung fahren. Da sind wir dann immer noch optisch cool dabei und wieder in der Komfortzone. So, wir haben extrem brutal geile Felgen drauf geklatscht. Das habe ich ja gesagt, kurz bevor wir beim Händler waren. Auch hier habe ich ein paar Mitschnitte gemacht, wie der Umbau stattgefunden hat. Da konnten wir jetzt leider nicht ganz so
groß filmen und ich mich vor die Kamera stellen und ein bisschen dazu animieren und entertainen. Aber ich hoffe, diese kleinen Szenen, die wir reingeschnitten haben, waren für euch aufschlussreich. Also wir haben hier jetzt, wie gesagt, diese extrem hochwertig und nur für Porsche gefertigten von Pirelli Niederquerschnittsreifen mit Dezibelreduktion. Das heißt, innen drin sind diese, wie schon beschrieben, Schaumstoffmatten drin. Wir haben hinten 315er Bereifung auf 21 Zoll, 275er Pushen. Also extrem breit und ich muss sagen, er lenkt sich und er fährt sich wie auf Schienen. Also auch gerade durch die Abstimmung der Tiefe, er fährt sich wie ein Go-Kart. Man merkt nicht mehr, dass es eine Großraumlimousine ist. Er hat wirklich den Biss von einem Sportwagen und er hat die Wendigkeit wie ein Schienenfahrzeug. Es ist wirklich richtig geil, richtig heftig und es gibt kein Limit. Definitiv nicht. Also bis jetzt, jede Kurve konnten wir mit hohen Geschwindigkeiten durchknallen. Es ist brutal. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben den Auspuffsound etwas optimiert. Hier sind uns jetzt, ich sag jetzt mal, ein bisschen die Möglichkeiten begrenzt. Wir möchten gerne die originale Auspuffanlage drunter lassen und haben deswegen, wie in dem kleinen Video beschrieben, wir haben vorne eine Optimierung gemacht und wir haben hinten die Klappendauerstellung offen. Die Soundanimation habt ihr auch mit in diesem Clip, also auch das hat richtig was gebracht. Es ist extrem cool geworden, das Auto. Wir haben die Heckscheibe nochmal zusätzlich abgetönt, weil man von hinten trotz dieser werkseitig getönten Folie oder Scheiben trotzdem durchgucken konnte und so ein bisschen Intimsphäre, das wollen wir uns doch erhalten. Ja? Also von daher auch die elektrischen Heckrollos und Seitenrollos, die vorhanden sind, die machen es immer noch nicht klatsche dunkel. Durch die folierte Heckscheibe kann jetzt keiner mehr reinschauen. Das heißt, wir können machen und tun, was wir wollen. So, vorne haben wir noch einen fetten schwarzen Keil uns in die Frontscheibe kleben lassen. Auch das hat jetzt die Optik, finde ich, also für meinen Geschmack, nochmal ein bisschen gepusht. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt für meine Wahrnehmung wirklich ein extrem Fass. Badauts, das Handy umgeworfen, das Gimbal ist sogar zerbrochen dabei. Alter, gib mir die Möglichkeit, mich hier in das Video reinzuhacken und auch noch meinen Senf zum Porsche abzugeben. Keine Angst, werde ich aber nicht machen. Es ist ein MJP sein Projekt, da will ich mich eigentlich gar nicht einmischen. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, habe ich bis jetzt noch nicht mal die Chance gehabt, das Fahrzeug in Augenschein zu nehmen. Aber was ich jetzt hier so auf den Bildern gesehen habe, schon geil. Fetter Karre, gar keine Frage. Einziger Punkt, wo ich immer so ein bisschen anderer Meinung bin, wäre dann das Thema Fahrwerk. Da liegen wir schon seit Jahren auseinander, aber die Kontroverse können wir uns hier, glaube ich, auf dem Kanal erlauben. Während ich ja so durch den motorsportlichen Background eher so ein bisschen Federwege und eine gewisse Weichheit bevorzuge, ist er eher so der Styler, der es dann wirklich gerne so tief wie möglich hat. Und ja, sieht aber auch schon gut aus. Ich denke mal, den meisten hier auf dem Kanal wird die Tiefvariante eher besser gefallen als meine Ideen, wie ein Fahrwerk auszusehen hat. Macht aber auch nichts. Jeder, wie er es mag, kein Problem. Was hätte er euch noch sagen wollen? Wahrscheinlich, dass als nächstes das Tuning-Video kommt, dass wir mal gucken, was da so an Leistung geht bei dem Ding. Und ja, ihr habt ja gesehen, es gab ein paar technische Probleme mit Handy und Co. Also das, was wir an Material zur Verfügung hatten, haben wir jetzt hier mal reingepackt. Ich hoffe, dass wir da bei dem Tuning-Video wieder auf funktionierende Hardware zurückgreifen können. Dann war es das für mich schon an der Stelle. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Und ihr müsst heute auch auf meinen üblichen Satz verzichten, denn ist ja nicht mein Video. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.